Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Abenteuerfreunde, ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Horizon Zero Dawn und wir sind unterwegs in der Quest Ehre die Gefallenen, glaube ich. Genau, Ehre den Gefallenen. Sonnenpriester Naman möchte eine neue Ära der Versöhnung zwischen den Stämmen einleiten und dazu drei Pilgern helfen. Jeder von ihnen möchte ein Opfer der roten Raubzüge betrauern, doch dabei gibt es Hindernisse. Wir sollen zum Sonnensteig, zum Seeschrein und zum Königsschrein. Okay, ich guck mal oben auf die Karte. Es ist nummeriert mit 1, 2, 3. Ich würde sagen, wir fangen. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Mit der 1. Falsche Waffe? Mit der 1 an. Oh, es wird hell. Das ist schön. Ja, ich habe wieder ein paar Tage Pause hinter mir. Der Sonnensteig sein, den der Vanuk bemalen will. Bemalen? Geh zur Spitze des Sonnensteigs. Hier müsste auch übrigens eine Metallblume irgendwo sein. Ja, ich hatte wieder ein paar Tage Pause zwischen den Aufnahmen, denn es war sowas von schweineheiß. Da konnte ich schlicht und einfach nicht mehr aufnehmen. Okay. Klingt mir nach nach so einem Habicht. Ich schätze mal, dass wir hier lang müssen, oder? Marschieren wir einfach mal hier hoch. Ja, ich hoffe, wir mal eben hier gleich einen vernünftigen Pfeil aus. Dass ich jetzt in den paar Tagen, ja, eine Woche war es ungefähr, die ich nicht aufgenommen habe, nicht direkt wieder alles verlernt habe. Erstmal hier gucken kurz. Aber hier scheint es nicht weiter zu gehen. Da oben. Ein Grau habe ich. Den könnten wir. Hat er uns entdeckt? Schlecht. Ganz schlecht. Rotes Licht bedeutet Ärger. Ja. Und wir sind hier nicht geschützt. Sehe nichts zu verstecken, verdammte Axt. Wir müssen dem erstmal kurz aus dem Weg gehen. Da habe ich gerade zu lange gefackelt. Ja, das nützt ja nichts. Ja, scheiße. Ich habe natürlich wieder alles vergessen hier. Kein guter Platz hier zum Kämpfen, ehrlich gesagt. Ah, hier, den Fall wollte ich wählen. So. Sind das zwei? Nee, also das ist hier kein guter Platz zum Kämpfen. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ich muss mich hier wieder verpieseln, das nützt alles nichts. Ist zum Kämpfen mir überhaupt nicht geeignet. Hier müsste man eigentlich relativ geschützt sein, oder? Ist irgendwo runtergekommen, aber ich glaube, jetzt war ich wieder zu langsam. Hin, 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 hin. Das war irgendwie nichts. Es sind zwei, oder? Ich glaube, es sind wirklich zwei. Das war natürlich voll daneben. Das ist, glaube ich, der zweite. Zumindest war da noch... Ja, super. Das ist...
Ja, ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer. Gerade. Ja. Ich tue mich richtig schwer gerade. Oh, wir sind auch schon wieder halb am Sterben hier. Wieso haben wir denn... Wieso habe ich gerade... Haben wir einen Levelaufstieg gehabt oder so? Oder wieso ist die Energieleiste komplett hochgegangen gerade? Da habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Hat man einen Levelaufstieg? Muss ich später mal gucken. Ich hatte lediglich ein Halbpflänzchen... Ja, ja. Ich hatte lediglich ein Halbpflänzchen genommen, aber das reicht nicht, um die Energieleiste komplett aufzuladen. Das müsste den doch jetzt wirklich runterholen, verdammte Axt. Ich hab das Ding immer noch nicht ab. Jetzt aber. Den hat's erledigt. Aber hier ist noch ein zweiter. Irgendwo ist noch einer. Da oben. Der hat es auch noch dran. Das ist äußerst unpraktisch hier, wenn man nichts sieht. Junge, Junge, Junge. Jetzt ist er schon wieder komplett aufgeladen mit einer Heilpflanze. Die lädt doch immer nur ein bisschen auf, oder? Oder bin ich da irgendwie jetzt so total auf dem Holzweg? Das muss ich jetzt nochmal beobachten. Ich würde den jetzt aber gern noch... Ja, da war das Blatt im Weg. Guck mal, wir kriegen das Ding nicht runter. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwie habe ich gerade nicht das Gefühl, als würden wir den überhaupt treffen. Was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist er hin. Also das war ein ganz, ganz... Was? Rede mit dem Banuk-Pilger. Das war ein ganz, ganz komischer Kampf, muss ich sagen. Ich hatte ein paar Mal das Gefühl, als sie runtergekommen sind, dass ich die nicht treffen würde. So, jetzt auf. Ich nehme jetzt nochmal... Naja, das reicht noch nicht für ein Heilpflänzchen. So, wir sollen mit dem Banuk-Pilger reden. Der scheint da oben zu sein. Sorry, Leute, dass das hier so chaotisch läuft gerade. Können wir hier hochklettern? Sieht nicht so aus. Wir müssen einen anderen Weg finden. Hier können wir hochklettern. Alles klar. Das sieht mir nach einer ziemlich ungesunden Kletterpartie aus hier. Ich weiß nicht, ob ich da so springen will. Tja, keine Wahl, ne? Nichts zum Sammeln. Ein paar Halbpflänzen hier auf dem Weg wären auch nicht schlecht, ne? Und jetzt? Was jetzt? Hier. So, ganz schön hier peilen, damit du den Weg findest. Jawohl. Aber das war noch nicht alles. Naja, ich hoffe, bei den anderen beiden Schreien läuft es ein bisschen besser.
war ja echt chaotisch alles gerade hier. Ja, da haben wir mal so einen richtig fetten Blick auf Meridian. Müssen wir eigentlich glatt mal ein Fotochen machen davon. Mache ich vielleicht auch gleich. Das schneide ich dann allerdings raus. So, wo ist denn jetzt dieser Kollege? Da. Kimik. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja. Es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper. Doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Aha, also diese Bildnisse hier dienen offenbar zu den Gefallenen zu ehren. Haben wir schon öfter gesehen. Zuletzt auch in diesem Banuk-Lager mit den zahmen Maschinen. So, müssen wir mal gucken. Hier müsste irgendwo, meiner Meinung nach, ich gucke mal auf die Karte eben. Da ist eine Metallblume, die markiere ich mal. Dann werde ich nicht verpassen. Können wir vielleicht noch irgendwas scannen oder so? Nee. Hätte sein können. Kann man ja mal probieren. Metallblume. Die scheint unten zu sein, oder? Das ist mir jetzt nicht so. Oder da drüben? Bei diesem anderen Hügel? Scheint mir ziemlich weit weg zu sein. Gehen wir hier rüber. Na, hier ist doch Metallblume. Hier ist er doch. Modell 3. Metallblumen. So. Was haben wir denn da? Set 3, Codefragment heruntergeladen. Oh, das ist aber viel. Funktion war, ich wanderte einsam wie eine Wolke. Die fliegt über Täler und Hügel einher. Als ich jetzt plötzlich sah, ein großes Volk, ein goldenes Osterglockenmeer. Neben dem See und neben der Wiese, flattert und tanzend in der Brise. So endlos wie die Sterne scheinen und funkeln hoch am Himmelszelt, erstreckten sich die langen Reihen am Rand der Bucht entlang am Feld. 10.000 konnte ich erblicken, tanzende Blüten, die munter nicken. Ja, ein Reim. Ich bin nicht besonders gut in Reim vorlesen, glaube ich. Aber egal. Auch das klingt wieder irgendwie rätselhaft. Naja. Tja, warum nicht? Genau, warum nicht? Das war der perfekte Kommentar. Okay, dann hätte ich hier diese Markierung dann. Die können wir natürlich direkt wieder weghauen. Also da sieht man schon mal, es wird nicht direkt die Metallblume markiert, sondern man muss schon so ein bisschen peilen. Es wäre hier sinnvoll, wenn wir wieder zum Lagerfeuer zurückkehren, wobei da oben ist auch ein Lagerfeuer. Da können wir eine Schnellreise machen, ne? Zu zwei. Aber wollen wir das? Nö, ne? Ich würde sagen, wir marschieren ruhig mal so. Denn wir brauchen auch ein bisschen ein paar Pflanzen und so. Hier scheint nichts Spannendes mehr zu sein. Na gut, dann marschieren wir mal runter. Wahrscheinlich der gleiche Weg, den wir gekommen sind, oder? Können wir uns nicht hin? Warte mal, war hier nicht irgendwas zum Abseilen? Das wäre doch eigentlich ganz geil. Denn diesen Weg runterkraxeln möchte ich eigentlich nicht gerne. War da drüben was? Ne, auch nicht. Naja, das sieht ungesund aus. Okay, da würden wir runterklettern wieder.
Aber cooler wäre im Weg, ne? Aber ich meine, der Marker zeigt hier irgendwie. Wobei ich da sowieso, ich bin mit den Questmarkern, stehe ich auf Kriegsfuß. Wir wollen zu zwei. Wieso wird denn da eigentlich eins noch angezeigt? Die haben wir doch erledigt, die eins. Ach, das hat er jetzt umnummeriert, offenbar. Na gut, dann gehen wir erst zu dem hier. Ich markiere das jetzt mal, damit ich das richtig sehe. So, können wir hier runter? Das sieht doch ganz gut aus. Runter scheint mir einfacher zu sein als hoch. So, jetzt sehe ich auf jeden Fall auch den Weg richtig. Und da wird wahrscheinlich wieder irgendwas auf uns warten. Ich will mal kurz schauen, dass wir hier vorbereitet sind. Ja gut, ich meine, nein, den stellen wir nicht her. Das lohnt sich nicht, zwei Pfeile herzustellen. Weil ich glaube, der stellt immer fünf Pfeile her. Und man verballert er eben das Material. Ich muss sagen, hier ist verdammt wenig zum Sammeln, ne? Irritiert mich etwas. So, hier ist unsere... Ah, da müssen wir hin. Da sehe ich schon die... Ach, ich habe vergessen, da oben jetzt ein Foto von Meridian zu machen. Ärgerlich. Aber ist das nicht schön hier? Hier wollte die Utaru sich verabschieden. Erledige die Schnappmäuler. Zwei Stück. Aloy weiß offenbar über die Quest mehr, als im Questbuch steht. Finde ich jetzt allerdings auch nicht ganz so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn im Questbuch zu viel steht. Da habe ich mich sehr oft bei The Witcher 3 drüber geärgert, dass im Questlog einfach immer viel zu viel stand. Es wurde immer sehr viel gespoilert. Ich will mal kurz nochmal gucken hier. Ich habe ganz vergessen, was man mit dem machen kann hier. Schwäche Feuer. Wollen wir da hinten einen draufjagen? Ah, ja, das ist nicht entdeckt, oder? Nee. Oder doch? Oh, da hätte ich den aber gut erwischen können gerade. Ich gucke noch mal kurz ins Notizbuch, weil ich kann mir das ja nicht merken. So, was macht das Ding hier? Der Eisbeutel. Löst eine Explosion aus. Hm. Mit welchem Pfeil? Löst die alles in diesem Bereich. Schwäche alles. Alles klar. Schwäche alles. Sehr gut. Das heißt, da könnten wir theoretisch... Meisten Sinn macht es natürlich mit diesem Fall. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich glaube ja. Ja, keine Panik. Kann man hier auch einen Doppelfall machen? Ich habe ganz vergessen, wie das ging. Ich gehe mal nochmal einen Feuerfall. Oh ja. Ah, zu nah. Ja, das war nicht so schlau. Okay, ich habe jetzt... Also er hat jetzt nur ein ganz bisschen aufgeladen, nachdem ich Pflänzchen genommen habe. Aber ich glaube, unsere Pflänzchen sind auch alle jetzt. Kann es sein, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe?
Vielleicht, wenn man lange drückt, vielleicht, dass er dann so viele Pflanzen nimmt, wie sie hat? Gut, dass ich das gefunden habe. Ich weiß es nicht genau. Der sollte eigentlich gleich hin sein. Ja, der ist erledigt. Aber wir müssen noch einer sein, ne? Wir sind zweiter. Ich sehe ihn nicht gerade. Der müsste eigentlich. Guck mal da unten. Sieh sich mal einer die Kiefer von dem Ding an. Wir könnten einen Sägezahn durchbeißen. Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, als wenn ich so eine leichte Bug-Session habe gerade. Was machen wir jetzt hier mit dem? Kann ich den vielleicht, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, kommt er dann wieder raus da irgendwo? Warte mal, da ist auch noch einer. Ach du Scheiße, es sind noch mehrere. Nicht nur einer. Ja, und ich habe natürlich mit einem falschen Pfeil geschossen. Ja, keine Panik. Oder doch? Mit dem hätten wir uns, glaube ich, gar nicht anlegen brauchen. Okay, Feuerfall. Was mussten wir denn da nochmal kaputt machen, damit er nicht mehr Feuer spuckt? Ätzend. So. Feuer meine ich natürlich nicht, meine Eis. Ja, das ist genau das. Ja, das ist das, was ich auch immer probiere eigentlich. Aber da kommt es natürlich schlecht ran. Das ist, hallo, Mädel, beweg dich mal. Es ist Zeit zu flüchten. Aber der ist gleich hin, der kann nicht mehr. Sollte eigentlich gleich im Eimer sein. Ja. Da kommt gleich der nächste hinterher. Da abschießen. Das ist auch schon nicht schlecht. Können wir treffen. Aber ich habe das Gefühl, es geht am schnellsten, wenn wir ihm erstmal einen Feuerpfeil geben. Weil das fügt ihm nämlich konstant Schaden zu. Solange er brennt. Ja, so geht er definitiv am schnellsten down. Völlig egal, was wir da treffen. Das war's. So, aber ich glaube, das waren nicht die Alligatoren hier da hinten, die wir erledigen sollten. Aber wir haben sie jetzt trotzdem mitgenommen, was soll's.
Ein bisschen Übung für mich. Heute ist nämlich schon ein bisschen kühler und da werde ich gleich wieder ein paar Folgen aufnehmen, denke ich. Und danach geht es dann auch schon wieder weiter mit Mass Effect. Diese heiße Woche hat mir, ja, der ist immer noch unter Wasser hier. Oder sowas ähnliches. Warte mal, zeigt er uns nicht irgendwo anders, was wir als nächstes machen müssen? Das war doch irgendwie, ne? Was muss ich dafür nochmal drücken? Keine Ahnung. Ah, jetzt hier. Ja, genau. Erledige die Schnappbeule 1 und 2. Das wird ein bisschen schwierig. Da. Ich kann es doch schaffen. Aha. Aha. Das scheint auch nicht zu funktionieren. Okay. Er hat es gerade angezeigt. Schlag von oben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Können wir den irgendwie ein paar Mal verfeilen hier? Macht ihn das Schaden? Ja, macht ihn Schaden. Sehr gut. Keine Munition? Habe ich 50 Pfeile aufgebraucht? Krass. Ja, tut mir leid, wenn du nicht rauskommst, was soll ich machen, ne? Scheint ja jedenfalls zu funktionieren. Gehört halt zur Quest, muss erledigt werden. So, looten können wir den wahrscheinlich nicht, wobei, da schwimmt ein bisschen was jetzt. Hatte ich denn die anderen alle gelootet? Weiß ich jetzt gar nicht. Gucken wir mal, ob wir die jetzt hier looten können. Jawohl. Läuft. Läuft. Mann, das war aber jetzt hier echt eine super chaotische Folge. Ich werde das später ausschütteln. Was genau sollen wir hier machen? Wie zeigt er denn das nochmal an hier? Ah, jetzt da. Ehre der Gefallenen. Rede mit der Utaru-Pilgerin. Okay. Wir müssen zu... Ach, die hockt hier. Ich habe die nicht gesehen. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an mir, dass es so chaotisch ist. Rhea. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt, mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband! Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Okay. Ja, die haben alle jemanden zu betrauern. Mal sehen, hier nochmal gucken. Irgendwie müsste hier was Spannendes sein, verdammt. Ach, guck mal, ein Fisch. Okay. Das hatten wir erledigt. Wir gucken mal, wo wir jetzt hin müssen. Ja, da gehen wir auch zu Fuß, würde ich sagen. Hier, das haben wir noch gar nicht erfasst, ne? Dieses, das markiere ich mal. Das Lagerfeuer da. Dahin können wir nämlich keine Schnellreise machen. Dann watscheln wir da mal hin. Und sammeln unterwegs wieder ein bisschen was ein.
Heilung ist echt Mangelware in dieser Gegend. Hier haben wir was. Ich meine, wir haben ja zum Glück immer noch diese Heiltränke. Etwas Vorrat. Aber auch die verbrauchen sich eben. So. Ja, das ist einfach zum Einsammeln. Das ist wahrscheinlich wieder ein Baum hier. Das hat man schon öfters. Warte mal. Da, jetzt sammeln heilende Wildblut. Okay. Wir haben es bekommen. Sehr schön. Da noch mehr. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Noch mehr. Aha, jetzt sind wir langsam schon mal. Da muss ich echt ganz schön nachpeilen. Da ist auch wieder Heilung. Da hinten. Sehr schön. Ja, wer sucht, der findet. Oh, da haben wir, was sind das? Was seid ihr? Stürmer. Gut, mit dem brauchen wir uns, glaube ich, nicht anlegen. Zumindest nicht im Moment. Ich hätte echt gern mal unser Täschchen voll mit Heilung. Ich weiß gar nicht, wie viel Balken wir momentan sammeln können. Ich glaube 3. Jetzt sind wir beim dritten angekommen. Im Lagerfeuer vorbeigelaufen? Nee, ne? Da ist das Inventar voll. Okay, hier liegt jetzt eine Menge Zeug rum. Das muss ich jetzt gerade noch mal einsammeln hier. Wenn das jetzt hier schon so rumliegt, muss das auch alles gesammelt werden. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Okay, reicht. Gehen wir mal hier rüber. Da liegt auch noch eine Menge Zeug rum. Also wir schwimmen rüber natürlich. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Richtig. Ich brauch's irgendwie verdammt oft. Okay, das sollte jetzt aber erstmal reichen. Können wir nicht hoch hier? Schade. Wo können wir hoch? Lagerfeuer entdeckt, genau. Jetzt können wir da auch schnell reisen hin. Also man muss, glaube ich, gar nicht hingehen zum Lagerfeuer und speichern. Es muss einfach nur grün leuchten und dann passt das schon. Aber wir speichern trotzdem mal. Denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Das passt sich ganz gut hier mit dem Lagerfeuerchen. In der nächsten Folge werden wir dann... Die Kiste machen wir noch auf hier. Den letzten Schrein befreien quasi, damit da die Trauer dann wieder zurückkehren können. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen werden. Ich bedanke mich fürs Einschalten, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.